Grüß dich. Heute geht es um Regenrinnen, besser gesagt Abfallrohre von Regenrinnen. Das hier ist eine, ich glaube, das ist eine verzinkte aus Stahlblech. Und ja, ich werde die heute mit euch gemeinsam lackieren. Warum, weshalb? Ganz einfach. Ich finde keine auf dem Markt. Ich wollte die online bestellen, Ausverkauf. Ich bin im Baumarkt gegangen, in zwei verschiedene Baumärkten. Ausverkauft. Gab es nur noch so kleine 80er aus Aluminium oder aus Kunststoff. So, dann habe ich überlegt, okay, das ist meine Werkstatt. Das soll ja nur irgendwie passend zur Fassade aussehen. Deshalb lackiere ich sie einfach selber. Und wie ich das Ganze mache, ob das Ganze am Ende funktioniert, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das zeige ich dir in diesem Video. Und dafür habe ich mich dementsprechend gerüstet. Ich habe jetzt in Rücksprache nochmal mit Presto Epoxid Grundierung genommen. Die ist wohl sehr gut dafür geeignet. Zwei Dosen im Fall der Fälle, beziehungsweise vier. Reicht auf jeden Fall aus. Und viermal RAL 7016 von Duplicolor. Die Farbe müsste euch bekannt vorkommen, die habe ich nämlich hier bei mir in der Werkstatt verwendet. Ringsherum die USB-Platten habe ich damit einmal grundiert mit einer Holzgrundierung und einmal lackiert. So, dann brauchen wir noch, bevor wir loslegen, sollten die Rinnen bzw. das Fallrohr sollte fettfrei, schmutz- und natürlich staubfrei sein. Und dafür könnt ihr beispielsweise einen Silikonentferner verwenden, das Ganze draufsprühen, Handschuhe bitte verwenden und eine Atemschutzmaske, ganz, ganz wichtig, auch beim Lackieren. Ihr seht oft bei mir Videos, wo ich die nicht drauf habe, beziehungsweise ihr seht beim Lackieren mein Gesicht nicht. Ich habe sie immer drauf, kann ich euch nur empfehlen, werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Genau, was gibt es noch zu beachten? Ah, das Ganze draußen machen, wenn es geht. Damit oder in einem gut belüfteten Raum, nicht jetzt irgendwie eine geschlossene Werkstatt machen, ihr kippt am Ende um. Wie gesagt, das Ganze muss wirklich Staub, Schmutz und fettfrei sein. Das ist nämlich die Grundvoraussetzung. Ihr könnt natürlich, wenn ihr hartnäckigen Schmutz habt oder Rostflecke oder jetzt nicht Rostflecke, Alu kann ja nicht rosten, aber Stahl schon. Es gibt solche Schleifschwämme, vor allem hier 40er und 80er Körnung. Damit könnt ihr wunderbar das Ganze herunterschleifen, aber auch dort, da es ja hier verzinkt ist, bitte eine Atemschutzmaske aufsetzen, denn Zinkstaub ist auch höchst krebserregend. So, danach könnt ihr das grundieren mit der Sprühdose ganz einfach. Bitte auch hier, weniger ist mehr, macht das bitte in Etappen. Das heißt, lackiert das hauchdünn, lasst es eine 10 Minuten, Viertelstunde trocknen, dann geht ihr nochmal rüber und nochmal rüber, Schicht für Schicht, bis ihr sagt, okay, das reicht, das ist deckend genug. So wie jetzt in diesem Fall. Dann nehmen wir unseren Wunschton. In dem Fall ist es jetzt hier RAL 7016 in Acryl. Und das Ganze ist matt. Und das Besondere hierbei, wir haben hier zwei Sprühköpfe. Der zweite Sprühkopf, der ist nämlich für breite Flächen gedacht, der rote. Der verbirgt sich nämlich oben in der Abdeckung. Den können wir herausnehmen, draufsetzen und die Sprühdose bitte vor Gebrauch wirklich gut schütteln, damit die Farbe, meistens stehen die im Lager oder je nachdem, und dann setze ich das Ganze ab. Innen drin ist eine kleine Metallkugel, wie ihr hören könnt. Und die sorgt dafür, damit die Farbe sich quasi richtig schön vermischt. So, und jetzt können wir auch loslegen mit dem Lackieren. Lackieren ist eigentlich genau das gleiche wie bei dem Grundieren. Am allerwichtigsten Atemschutzmaske nicht vergessen. Und ja, ich weiß, ich mache es nicht so oft, aber bitte langärmelige Kleidung, weil dieser Lackierstaub, der setzt sich wirklich auch auf die Arme drauf und das ist natürlich auch wieder nicht so gesundheitsfördernd. So, aber bei 30 Grad im Schatten ist es wirklich sehr, sehr schwer. Na gut. Richtig geil. Es sind jetzt ungefähr 2 Stunden vergangen und das Ganze ist schon trocken. So, ich habe den Halter hier, der in der Erde mal angelassen worden ist, den habe ich jetzt auch lackiert. So, und jetzt werde ich das Ganze mal raufsetzen. Natürlich ein bisschen mit Vorsicht gedacht, weil ich vermute mal, so richtig widerstandsfähig wird das erst nach einem Tag sein. Aber ist schon eine coole, einfache und schnelle Sache, muss ich sagen. Übrigens die Leiter, die habe ich jetzt. Die kann ich wirklich empfehlen. Die hat sich echt bezahlt gemacht. Ich habe, glaube ich, mal 120 Euro bezahlt. Und die habe ich seit dem Terrassenbau im Einsatz. Und das hat sich echt gelohnt. So, das sieht doch schon mal gut aus. Ist ja das Ganze hier raufgesteckt. Das sieht auch gut aus.
So, dann müssen wir nach unten gehen. Ich habe jetzt hier unten, nicht wundern, so ein kleines Stück Holz runtergequetscht, damit das Ganze nicht runtersackt. Denn hier war vorher am Mauerwerk waren zwei Halter, die habe ich ja weggeflext durch die Fassade. Und ich müsste jetzt nochmal zwei neue bestellen. Wie gesagt, es gibt online nichts mehr. Ich muss mal gucken, wenn das Ganze wieder verfügbar ist. Aber so an sich sieht das Ganze schick aus, passt zur Fassade. Und es war eine wirklich eine schnelle und kostengünstige Alternative. Und du fragst dich bestimmt, von welcher Fassade spricht der Typ die ganze Zeit? Diese hier, das ist nämlich meine Werkstatt quasi, mein Büro, mein Streamingraum und wie ich die komplett selber verkleidet habe, das zeige ich dir hier in diesem Video. Ansonsten findest du alle Materialien unten verlinkt und ich würde mich über einen Handwerker-Daumen nach oben von dir freuen und natürlich über ein Abo. Bis zum nächsten Video. Ciao.